Wir entwickeln Software, also individuell hergestellte Software, immer nach den Anforderungen unserer Kunden. Und momentan beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Thema IoT, Cloud Computing, alles was so in diesen ganzen Industrie 4.0 Bereich reinpasst. Ja, unser Highlight in diesem Jahr ist HoloLens Prototyp, weil damit zeigen wir, wie man einen Montageprozess unterstützen kann, indem man die virtuelle und die reale Welt miteinander vermischt. Es kann natürlich überall in der Montage eingesetzt werden, es kann auch bei der Planung eingesetzt werden. Es gibt einige Anwendungsfälle, wo das sicherlich sinnvoll ist, so eine HoloLens-Lösung einzusetzen.